heutigen Theateraufführung und freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind, trotz des schrecklichen Regens draußen. Also herzlichen Dank fürs Kommen. Ich selbst bin Andrea Grafitsteller. Ich bin Gastprofessorin aus Bamberg und führe dort mit Studierenden ab und zu ganz kleine Theaterstücke auf. Und so entstand mit Simon und mir zusammen die Idee, auch hier eine Kleinigkeit aufzuführen. Aber Sie werden gleich sehen, dass das natürlich alles sehr schön ist und sehr spannend. Eine glückliche Fügung hat ergeben, dass zwei Damen der German Society mitgemacht haben bei der Theatergruppe und Frank Brückner, ein deutscher Regisseur und Schauspieler, der heute leider nicht da sein kann, aber ihm haben wir die Regie des Stückes zu verdanken. Und ich grüße ihn aus der Ferne und danke ihm sehr herzlich. Und dann danke ich natürlich auch den Darstellern Lieder, Tiffany, Gesine, Christa, Simon, Tobi für die Teilnahme am Projekt, das sehr viel Spaß gemacht hat. Wir führen zwei Szenen auf. Aus einem geistlichen Spiel und aus einem weltlichen Spiel, um die Spannbreite der mittelalterlichen Dramatik wiederzugeben. Beide Male im Originaldialekt, um auch die Schönheit der älteren Sprachstufen zu vermitteln. Zunächst werden wir eine Szene aus dem Eifersüchtigen von Hans Sachs vorstellen. Hans Sachs aus Nürnberg ist 1494 geboren, 1576 gestorben. Es finden Sie Ihnen im Flyer Informationen auch auf Englisch. Und er ist für seine Bearbeitung mannigfaltiger Stoffe und Motive bekannt. Er hat allein 208 Dramen verfasst, auch deshalb, weil Dramen innerhalb von weniger Tage bei ihm entstanden sind. Er fungiert auch als Regisseur seiner Spiele und spielt bei Spielen mit. Das Stück Der Eifersüchtige, das jetzt gleich präsentiert wird, handelt von einem Mann, der eine sehr schöne junge Frau hat und der aber sehr eifersüchtig ist. Er möchte seine Frau ständig überwachen und versucht sogar, ihre Beichte zu belauschen, indem er sich als Priester verkleidet. Aber natürlich durchschaut die Frau die List und entwickelt dann eine Gegenlist. Viel Vergnügen. Oh, wie weh ist einem Mann, der ein schönes Weib ist Hand. Sein Herz vor Ängsten weint und wütet. In großen Sorgen er erhöht und hilft doch nicht, denn Weib ist List und erforscht und unergründlich ist. Verschmitzt, verschlagen, in manchem Rang, gleich in dem Spital liegt ich krank. Morgen früh möchte ich aufstehen und mein Herz von Sonnen erleichtern. Ich bitte, wollt ihr das erlauben? Nun, es sollte erlaubt sein. Das sollst du keinen anderen beichten, gar, denn unserem Kaplan in der Malta. So ist Licht unter der Fuhrnis aus. Danach füge dich bald heim zu Haus. Es wird eben ein Spiel für mich. Beim Kaplan bin ich nämlich. Ein Pfaffenrock und Kappenzipfel. Den schlage ich ums Maul mit dem Gipfel. Ich setze mich hinterm Alter und steige mein Moment. Ich sehe mich an der Welt, die ich kenne. Meiner Sünd, die sind so groß und unergründ. Meine liebe Tochter, so sag an, hältst du dich auch an deinen Mann? Ja, und hab auch nie einen Vater. Sag, was hast du mit ihm zu schaffen? Ja, er schläft fast alle Nacht bei mir. Liegt denn dein Mann nicht selbst bei dir? Der Pfaff ist da, weil mein Mann schläft und riecht dann aus sein Geschäft. Wie kommt denn der Pfaff ins Haus? Das selbst
kann ich Sinne nicht aus. Er kann aufsperren alle Mach. Seinesgleichen ich doch nie gesagt. Oh Frau! Entschlagt euch solcher Lieb und meidet diesen Ehrendieb. Ihr werdet uns ewiglich verdammt. Mein Herz in seiner Lieb erflammt. Ich glaub, er hat mich zaubert. Ich kann von ihm nicht lassen ab, weil ich und er haben das Leben. Ei, ei, du hast zu weit dich gehen in dieses Pfaffenbuhlerei. Meine Tochter, nenn ihn, wer er sei. Oh, mein Herr, ich darf ihn nicht nennen. Ihr würdet ihn wahrlich gar wohl kennen. Sprecht mir Ablass und lasst mich gehen. Dich ich nicht absolvieren, Kohn, weil du nicht lassen willst davor. Den Pfaffen muss ich lieben, steht. Nun, ich will sprechen mein Gebet, für dich solch Sünde abzuwenden. Ich hab dem Herrn aufgesetzt die Hörner, sein Herz ihm tausend scharfer Dörner, wie ich an einem Pfaffen hang, welcher bei mir alle Nacht schlaff. Er aber ist derselbig Pfaff. Nun will ich nach Sommerbotzjammer am Tennen stehen die Holzkammer. Und auf den Pfaffen haben mein Spür. Sperrt er auf, schleicht rein durch die Tür. Ich will ihn schlagen auf seinen Platten. Zwei Stunden später. Ich bin demnach halb schier erfroren. Hätte ich den Pfaffen in meinen Zorn. Ergriff er dem ausgelöscht das Licht. Nun weiß ich aber endlich nicht, ob der Pfaff da sein gewesen die Nacht. Hör, Weib, ich will wissen von dir, was du allchen tust, sagen mir, wird doch der lausig Pfaffe sein, der mit dir treiben will. Mein Mann, ich weiß nicht, was du sagst. Ja, aber Bike, warum fragst? Ist dir vergessen deine Beicht? Mein lieber Mann, es hat vielleicht aus der Beicht geschwätzt der Kaplan. Sag her, ich will wissen, Hahn, wer der Pfaff sei, oder ich will mit dir anfangen, ein solches Spiel, dass du dich hinsam oben Kopf musst schlagen. Ja, mein Mann, das will ich dir sagen. Ich hab dir weicht, lieber Aff. Da du saßt wie ein anderer Pfaff im Tunkel hinter dem Altar, doch ich dich bald erkennen war, da weicht ich dir von einem Pfaffen, welcher all Nacht bei mir tät schlafen. Der selbig Pfaff, der bist gleich du. Mein Frau, ich bitt um Gnad und Gunst. Erst merke ich wohl, einer Sohn, dass du bist aufrichtig und fromm. Will dir vertrauen, nun in allem. Mein Eifersucht gar lassen fallen. Oh. Lass uns kein Unrat daraus wachs. Wünsch uns zu Philly, Hans Sachs. Osterspiel im thüringischen Dialekt. Die Handschrift dieses Spiels aus dem Jahre 1391 gelangte im 14. Jahrhundert ins Kloster Neustift und von dort aus vermutlich nach der Auflösung des Klosters im Jahre 1807 mit dessen Bibliothek 1809 in die Universitätsbibliothek Innsbruck, daher der Name Innsbruck. Aber der Dialekt weist nach Thüringen, daher Innsbrucker thüringisches Osterspiel nach dem Lageort und nach dem Dialekt. Unsere Aufführung fokussiert die extrem lustige Salbenkrämer-Szene, wenn die drei Marien Salben kaufen wollen und dann auf den Salbenkrämer treffen. Da gibt es dann einige sehr komische Verwicklungen. Und diese Szene, die Hälfte des Spiels ausmacht, zeigt, dass sich Sakralität und Komik durchaus nicht ausschließen im Mittelalter, im Gegenteil. Am Ende des Spiels singen wir das älteste deutschsprachige Osterlied, auch um die Aufführungsrealität der Spiele darzulegen, denn es war eine Permeabilität gegeben zwischen Aufführenden und Zuschauern durch gemeinsame Gesänge zum Beispiel, damit sie einen Eindruck
Ausdruck gewinnen. Das ist jedoch alles historisch zu verorten und nicht primär religiös. Auch hier wünsche ich Ihnen sehr viel Vergnügen und ich darf Ihr Augenmerk unauffällig auf die hohe Leistung des Auswendiglernens der Darsteller lenken. Oh. Grüß Gott, ich bin der Krämer, bin der Salbenkrämer. Bin ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, der zwar geschäftsmäßig Probleme hat. Also es läuft, mein Geschäft läuft nicht so gut, muss ich sagen. Manche nennen mich eitel wegen dieses Hemdes. Ich finde dieses Hemd sehr schick. Sie auch, ganz bestimmt, denke ich mir. Nur, dass ich immer mit diesen Knöpfen große Probleme habe, sowie mit meiner Frau. Ich bin Antonia und ich bin die Apothekengehilfin. Das ist mein Mann. Ein Prachtstück von einem Mann. Sie werden es schon sehen. Aber wir haben auch so manche Probleme. Aber ich bin Lebenskünstlerin und ich weiß immer einen Ausweg. Ich bin vom Kopf bis Fuß auf. Sie wissen schon, was ich meine. Hallo, ich bin Rubin und ich bin ein Knecht. Ich bin der Klugste hier und ich arbeite heute für diesen alten, dummen Mann, der sein Und ich mag zwei Sachen, Geld und schöne Frauen. Ich nehme vielleicht sein Geld, vielleicht Antonia. Sie ist eine schön aussehende Frau. Wir werden sehen, was passiert. Ich heiße Pusterbalk oder Pastuche oder Krummeckwart, je nachdem, wie viel Promille ich momentan im Blut habe. Meine zwei Lieben sind schöne Frauen und Alkohol. Ich bin momentan als Knecht zuständig, kann sich aber ändern. Ich bin meistens nicht sehr lange bei einem bestimmten Job. Aber ich habe die Hoffnung, heute ein schönes junges Lied zu treffen. Hallöchen. Naja, ich bin die dritte Maria. Ich werde aber eines Tages die erste Maria sein. Davon bin ich sicher. Naja, ich mag die Liebe. Aber das ist ein großes Wort und die Männer sind nur klein. Ich bin ganz freundlich. Ihr werdet schon sehen. Ich bin die zweite Maria. Und wie ihr sehen werdet, ich habe eine schwierige Aufgabe, diese anderen Marias in Schach zu halten. Ich bin die erste Maria. Und ich bin die einzige der drei Marien, die wirklich tief trauert und tief klagt. Die anderen zwei Gestalten, also da habe ich was zu tun, meine Güte. Nein, ich bin wirklich traurig. Aber wie gesagt, mit den anderen zwei Marien, die denken immer an was anderes. Aber ich habe meinen Herrn verloren. Mächtiger Vater, großer Trost, der du mich von Sünden hast erlöst, wo schall ich mich hinkehren, sind ich verloren habe in jedem Herzen.
Jahre und Leid, das mein armes Herz treibt, sieht ich Erre-Schalgi-Albi, das soll dir Herre geklaget sein. Abi, Name und Not, mein lieber Schöpfer, der ist tot. Jesus Christus, Marienkind, darum meine Klagen so groß sind. Gott grüße euch, ihr Herren über Abend. Also sprach der Wolf und guckte in den Gänsestall. Der mir kennte gewiesen, einen Knecht, der mir zu Dienste wäre recht, dem werde ich solch Lohn geben, dass er das Jahr nicht kenne, überlebe. Herr, gedenke Turum nicht. Turumknecht? Was weiß ich? Ich bin gar ein Turumknecht. Zu Frauendienste fuhre ich recht. Wollt ihr mir sie danken? Ich fuhre mit ihr gegen Franken. Mit wo wir Frauen Kaffee treten. Ich helfe ihr auch den Platz treten. Und dazu die Männer reden, als man tut im Leben. Zu Franken kann ich viel gelogen, zu Bayern kann ich viel Lüte betrogen. Wollt ihr mit mir durch die Nacht, wir wären fertig gescheit. Mich dunkelt, du siehst ein wohlgezagener Knecht. Mir zu Dienste bist du mir recht. Sollt mir sagen, allzuhand, wie die Name sie genannt. Herr, ich bin Ruben genannt und werde mir Knecht allzu. Du sprichst es gar mit einem argen Wahn, es ist gar ein stolzer Name. Du sag an, lieber Rubin, wie gering ist das Lohndien? Herr, 5 Schilling. Das ist mein Lohn. Rubin, du beite vor Bass. Es kronet das Gras, es lobet der Stock, es zickelt der Bock. Und ich gebe euch durch Luften ein Rock. Und ich gebe dir auch dazu, aus Sende ein Bruch und ein Hemde und meine alten Hosen dazu. Die ziehst du an, Sport und früh. Herr, griffet vor was und erlaubet mir das, dass ich die Zeit vertriebe mit eurem Jugendliebe? Von mir habt ihr die Laube und tut es nicht vor meinen Augen. Dank hat, Herr Meister mein, dass ihr selig musstet sein. Nun, Rubin, lieber Knecht mien. Bitte? Nun, dienen Dinge recht. Nun, tu dienen Dinge recht. An Laufen sollt du sehen gar schnell und sollt singen laut und hell. Das Volk drängt voneinander, dass ich möge gewander mit meiner schönen Frauen dorthin in die Aue. Nu, heb ob Korb und Stab und gewinn den Luten viel Halle ab. Das tue ich, Herr, allzu Hans, mit meiner rostigen Hand. Nu wicht allgemeine, beide groß und kleine. Rubin, lass den Klaffen sehen. Lass dir die Rede befallen sehen und sag den meinen Namen den Luten. Nicht mehr will ich dir bedulden. Das tue ich, Herr Altorn, dass wir den Lüten werden bekannt. Nu wicht alle Gliche bei der armen Riche und es kommen in der Land ein Arzt Wied bekannt. Er ist geheißen Hippokras. Vor was tut ihr wissen das? Er hat durch Sparen manchen Land, Holland, Brabant, Russenland, Prussenland, Cabernet, Alberni, noch verbasen der Wosten, Romani, ist ein Meister über alle Erstige. Die Blinden macht er sprechen, die Stummen macht er essen. Er kann zu Erstige allzu viel, als so ein Esel zu Seiten spielen. Rubin, lass den Schallen sehen und schlag mir auf den Kram nehmen.
mag es die Länge nicht getragen. Ich muss auch ein Knecht haben. Nur hört, Allgemeine, beide Groß und Kleine. Kann jemand gewissen einen Knecht, der mir zu Dienste wäre recht? Ich spreche auf die Trube mien. Ich gebe ihm ein Grindhutlin und eine alte Hose, die konnte ich nie gelose. Herr, das will ich von ihm haben und will auch unter den Kurbel traben. Nun schaue, welch ein Trappe. Er kommt gesprungen als ein Trappe. Ah ja, was kann er schwatzen? Er hat eine Nase als eine Katze. Er ist ober die Schultern breit. Seinen Rücken manchmal Hocker treibt. Und sage, Herr Kneblin, wie ist geheißen der Name denn? Herr, ich heiße Pastuche und liege unter dem Stuche. Wenn der Herr ins Felde treibet, welch meint dahin bleibe, die werf ich dann nieder und es fing ihr die Feder. Ich rieb ein Klitten in den Bart, ich heiße der Krumm Eckhardt, auch hat nicht gelungen als ein Schalk, ich heiße zwar Pusterwalk. Nimm nur auf den Hals den Sack und laufen wir alle diesen Tag. Bis dahin wir kommen zu Jugendlieben, mit denen wollen wir die Zeit vertrieben. Rubin, lass den Schallen sehen und schlag mir auf den Kamin. Das tue ich, Herr, allzu Hand, mit meiner frostigen Hand. Oh je, mir ist Jammer und Sorgen. Ich habe meiner Knecht Pusterwalk verloren. Mit mir des Rittes, meines Herren Salben. Und ich fürchte, er lege Kalben. Nehmt her, Uwien Kuppen, Uwien Sack. Ich will euch keinen Tag, niemals gediene Meere. Ihr werdet gescheint Schiere. Nun recht an den Himmel, ihr rechter Hennekin. Lass davon, ihr alle Schelkebeide! Es kommt euch sonst zum großen Leide! Geselle, das will ich dir sagen. Du sagst mir, wie ein Zwerg noch trage. Und zeigt mir, auf Sätzen, meine Rites Huben. Und zeigt mir die Federn aus dem Haare klugen. Und zeigt dienen unverspart. Antonien, meine Frau zart. Gott grüß dich, du tuckeliges Wie. Ach, stell dich trunken, Dini. Du bist so wohlgestalt, großer Schönheit, Mannigfalt. Du müsst dich lange leben, darum will ich mir einen Mantel geben. Pusterwalk, du machst was wiegen, oder es wird dich betrügen. Willst du schon Frauenhold wesen? Du kannst nicht von des Pulver lesen. So bist du krumm und huckelig. Du bugest was zu einem Badeknecht. Was Liebe scheute ich zu dir, Hahn? Nun bist du doch in den Lenden. Ja. Wer hat doch gesagt von meinen Lenden? Das sind ja Tufe, muss der Schändel. Ich denke, ich wüsste Saline. Du wissen's alle lüchtige die Miene. Ich will mir zwar auf dieser Fahrt wachsen lassen, meinen Bart. Rubin, lieber Rubin, schlag mir auf den Kamin. Das tue ich, Herr, allzu Hand, mit meiner rostigen Hand. Die brachte mir den Herr von Ägypten. Die brachte mir den Herr von Flandern. Die dritte hat die Tugend, welche Frau hat die Jugend und hat einen alten Mann, der nicht wohl gebruten kann. So gibt er ihm viel Schere, einen Schlag alter Viere, viel Nähen zu seinem Herzen, so mehrt sich den Schmerzen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Rubin, lass den Klaffen sehen und stoß mir die Wurzel mien. Das tue ich, Herr, allzu Hand, mit meiner rostigen Hand. Rubin, stampfest du die Wurzel? Nein, Herr, ich stampfe Eselswürze. Sie nehmen aber die Hosen und wirf sie unter die alten Wien, sodass sie lassen ihr Pulsen. Ja, seht ihr, alten Ziegen? Damit sie auch genegen, ja seht ihr alle helle Krucken, der Tufel fuhre hoch auf den Rucke, ja seht ihr alle Bose und lasst nicht über Gekurse. Rubin, lieber Rubin, was stampfest du in die Wurzel, in die Salbe, Mien?
Herr, habt Mut. Die Sand werden in der Masse gut. Da kam zu, das Getümmel von einer Gruppe, das Schmalz von einem Mucken, das Blut von einem Schlegele, das Gehirne von einem Pflegele und der großen Glocken lang und was der Kucketshure gesang und ein alten Monsches bist. Hey, hey, wie gut, dass du da sein wirst. Pisti und ein Alabaster. Die ist besser als den anderen drin. Sorge, Meister, lass dich Gott lassen, Leute. Wie will du uns die Zahlen geben? Ich gebe einen um einen Pfund, die andere um eine Führung, die dritte gebe ich um rotes, gelbes, eine Mark. Meister, die Rede wäre uns zu stark. Ihr Frauen kauft Schiere, ihr niemals mit Wienerin zu Meere. Meister. Dass dir Gott holt sie. Hier sind unterwegs und sind die Leben. Darum gib uns die Maße, dass dich Gott nehmen lasse. Ihr Frauen kauft eine Schelde. Uber bezanzen will ich auch aber gelten. Nehmt die Wurzel da oben, die ist besser, wenn andere Funke. Weh, das ist auch wert zu unheile. Wie macht ihr uns so wohl feile, dass uns kostet so manche Mark? Wollt ihr darum werden, Kark? Fakultei, Malaventura, ach du alte Hundehure! Du bist gut.
angetan, dass ein unvorwissender Mann, so schlammsige Frauen, dass dir kein Heilen müsse darüber gezauen. Es ist des Tugels Minne, dass die alten Mann gewinnen. Schweiget und lasst die Klaffen starren. Es tuket mich nicht wohlgetan, wenn Lute zu uns herkommen, dass ihr sie hindert an ihr Frommen. Ja, ja, leider sind das die Nuvenkleider, die du mir zu diesem Ostern hast gegeben, dass du das Jahr nimmer musst überleben. Herre, ihr habt unheblich getan, dass ihr mir nur Frauen habt geschlagen. Nur hört, liebe Lüte, die da jetzt und man nehmen, das sind Brüte. Mein Herre hat sie nur Frauen geschlagen, mit der Furst an der Kragen. Doch der drei Pulken willen, dass der Tufel fuhr sie von hinnen. Ihr Frauen, geht mit Heile. Um das Geld ist die Salbe wohlfeile. Rubin, es naht dem Abend. Nehmen. Bitte? Nehmen. Es mag dem Abend nähen. Ich will mich schlafen legen. Ich lass dir den Kram. Und verhüte auch Minenfrau. Herr, das soll sein. Ich spreche auf die Trube Minen. Lass den alten Mann sinn und such mit mir an den Rinn. Ruben, lieber Ruben, was als die Min ist, als ist der Mutmin. Ruben, lieber Buhlen. Oh. Fuhre mich nicht in die Schule. Komme ich in der Schulbus? Ich komme nimmer, meint Irus. Geh her. Ich war's ubergehut. Mir ist gestohlen mein Wieb und mein Gut. Die Fuße mich in Nacht tragen und werde ich geschlagen! Mitgemacht haben. Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir danken Andrea, also die das überhaupt ins Leben gerufen hat.
Und wir bitten Sie auch etwas länger zu bleiben. Es gibt hier zu essen, das ist kostenfrei, kostet keine 3 Byzanzen. Also bleiben Sie bitte und plaudern Sie mit uns auf Deutsch, Mittelhochdeutsch oder auf Englisch, das geht auch.